Ihr habt der Frau das Leben gerettet, ja. Doch ich denke, euch sollte mittlerweile aufgefallen sein, dass sie eine alte Freundin von uns ist und wir sie kennen. Aber wer ist sie? Wenn ihr Name nicht Scheller ist. Das spielt aktuell keine Rolle und ich hoffe, sie wird eines Tages ihren Namen wieder tragen. Aktuell ist sie Sie hat Scheller. eine weiße strahlende Rüstung an, natürlich verbeult und verdreckt und von Blut verschmiert. Aber wer ist sie? Herr Gnaden, sag mir die Wahrheit. Es muss doch wichtig sein. Ist sie eine Priorin? Nein, keine Präjotin, aber jemand, der für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen möchte ich euch anhalten, die Wahrheit zu sagen, denn sollte sie ihr Gedächtnis wiedererlangen, kommt es eh heraus. Euer Gnaden, Ihr habt ihr das sagt Leben ihr mir die gerettet. Wahrheit und ich werde euch die. Wenn ihr mir gegenüber ehrlich seid, dann werde ich euch gegenüber auch ehrlich sein. Aber ihr habt auch nur gelogen, seitdem ihr mir begegnet seid. Es ist da verwunderlich, dass ich euch ebenso misstraue, vor allem da ihr keinen Schatten habt. Ja, dieser elende Schatten. Seid ehrlich. Ich schaue ihm direkt in die Augen und möchte eine Menschenkenntnisprobe machen, wie ehrlich er ist. Irgendwelche Wie ich ihn einschätze. Talentspezialisierungen, die du hast? Ich habe keine. Heilkunde Seele nochmal dazu, halbe Sternchen. Mit Empathie? Mit Empathie, ja. Empathie ist eine schöne. Also, du hältst ihn für einen. Er war wohl unehrenhaft, aber mittlerweile. Er ist kein schlechter Mensch. Und du meinst auch, dass du ihm vertrauen kannst. Er würde sicherlich eine ganze Menge nicht nur für Cella tun, sondern auch für das Kind. Vielleicht sogar mittlerweile jetzt auch sein Leben opfern. Oder seinen anderen Arm. Also gut. Also gut. Wir haben euch nicht die ganze Wahrheit erzählt, das ist wahr. Ja, das merke ich Doch. wohl. Was ich euch jetzt gleich sage, wird euch verstehen machen, warum wir euch nicht die Wahrheit gesagt haben. Chella ist nicht ihr wahrer Name. Ihr wahrer Name ist Ohaya. Ihr ja. Und Prinzessin. Kaiserin. Kaiserin? Die zukünftige Kaiserin. Ja. Warum ist sie Die schwanger? Ohaya. Wir wissen es nicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber dass sie trotz ihrer Verletzung ein Kind zur Welt gebracht hat, ich habe nicht gelogen, als sie gesagt hat, dass es wahrlich ein Wunder saß. Wie habt ihr sie gefunden? Also in unserem im Wald? Ein magisches Artefakt. Von daher wussten wir von Anfang an, wer sie ist. Schaut dich weiter an. Du weißt, dass er. Er kann das nicht ganz verdauen, nicht ganz verkraften. Er schluckt schwer. Du merkst wohl, wie ihm fast die Tränen kommen, wie er gegen ankämpft. Er weiß einfach nicht, was er tun soll. Ich lege ihm meine Hand auf die Schulter. Warte ich Ja, fest wenn an. ihr habt etwas getan, was niemand anders hätte tun können. Vielleicht seid ihr ein Deserteur, ja, aber damit habt ihr doch etwas Gutes getan. Nicht nur für die Götter, sondern für uns alle. Und das sollte etwas sein, was ihr in eurem Herzen tragt. Denn Haben die Götter mich hierher gelenkt? Die Götter mich ja, ich weglaufen denke schon. lassen? Ich denke schon. Wärt ihr nicht weggelaufen, wäre sie vielleicht tot. Geht auf die Knie und bricht zusammen, fängt jetzt wahrlich an zu weinen. Ich nehme ihn in den Arm. Ihr habt euch keine Schuld zu geben. Ihr habt alles richtig getan. Auch wenn es in dem Moment falsch ausgesehen haben mag. Er umschlingt mit seinem letzten verbliebenen Arm dich und drückt dich so fest, wie er kann und weint laut. Und Gavin, danke. Danke, dass ihr sie gerettet habt. Auch nicht mehr aufhören. Währenddessen das Knirschen der Stiefel,
Ihr könnt einen anderen kleinen Passweg nehmen, den euch Boltax dann durch das Gebirge führt, den Schlund hinab, sodass ihr dann nicht direkt an Garwin und Kiaras vorbeigehen müsst. Ihr könnt die Szene erkennen, wie er da laut weint. Auch durch das Hämmern der Zwerge hinter euch kann ein Schluchzen nicht überdecken. Oh, was das muss eben gesagt hat. Ein ziemlich heftiger Schlag gewesen sein. Nie darf ich mal was machen. Meinte eher emotionalen Schlag, nicht Faustschlag. Ich meinte den Faustschlag. Ich weiß, was du meintest. Doch, ich komme zu nix mehr da, ne? Bald darfst du wieder. Ja, will ich auch ganz stark hoffen. Nicht, dass ich keine Ahnung habe, wo wir jetzt lang müssen, aber ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Da vorne und dann da hinten runter und dann gehen wir ein Stück weit nach rechts, dann müssen wir um die nächste Kurve abbiegen. Das ist doch ganz klar. Im Prinzip müssen wir auch nur nach Westen gehen. Irgendwann kommen wir schon an der Reichsstraße an. Das ist richtig. Okay, Westen kriege ich hin, aber das davor, bitte geh vor, ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Ah. Du warst noch nie hier, oder? Nee. Oh, ein schönes Heiligtum. Mein erstes Angrosch-Heiligtum. Ich bin bisher ganz positiv beeindruckt. Ja, wenn er was kann, dann macht er auch was her, nicht wahr? So. Gibt's noch mehr Angrosch-Heiligtümer, die auf dem Weg liegen? So zum Vergleich dann. Das nächste wäre in Xorlosch. Ja, da komme ich ja nicht rein. Nö. So eine Scheiße. Ja. Ja, egal. Nun, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir sollten jetzt doch den Weg wählen und. Achtung! Da, wenn ihr da drauf tretet, das wäre ein Geysir, da solltet ihr nicht drauf treten. Ach, so eine Scheiße. Ich bin schon wieder in eine Pfütze getreten. Die alles von Reise Pfützen. Vom Schlund den Weg hinab in Richtung Eslamsgrund. In Richtung Süden, an Rakat vorbei, in Richtung Punin. 10 Tage. 10 Tage seid ihr auf der Reise, könnt ihr euch nebenbei wild schießen oder jagen, könnt Beeren pflücken, Kräuter sammeln und euch unterhalten. Garwin kann geformt werden, ebenso wie Cheddar. Könnt euch um Albiron kümmern und weitere Pläne aushacken, wie es weitergehen soll. Was mit der Reichsregierung geschehen soll und welche Söldner ihr zusammentrommelt, wie es weitergehen soll mit Wehrheim und mit Wahrung. Was mögt ihr auf der Reise tun? 10 Tage. Aber mir. Ich würde mich vorbereiten auf den zu erwartenden Prozess, wenn ich in Punin bin und mir Strategien überlegen, wie es dort weitergeht und ja, was mit mir passiert vor allen Dingen. Ich male mir die schlimmsten Szenarios aus und bin gespannt. Ansonsten würde ich weiter das Draconomikon studieren und auch die Akte aus Isaruns Jacke. Das war's. Akte aus Isaruns, ja, die Isarun aufgelesen hat. Genau. Isarun, lässt du das zu? Ja, ich möchte auch wissen, was da drin steht. Unter anderem. Bei der Akte handelt es sich um einen Transportbefehl. Ausgestellt von Rassasor an seinen Hofalchemisten Alurith Mangraith. Ein Transport von Knochenblei, Endorium, Herzsplittern und Seelenkern. Sinistre Rituale. Gegeben an den Iden des blinden Sohnes Blackerats und seiner schwarzen Mutter. Im Jahre 7, Rassasor. Boltax, was magst du tun? Ich würde im Angesicht des Angrosch-Heiligtums auf die gute Celle ein wenig einreden, ihr ganz viel von Angrosch erzählen und von der Wichtigkeit von Sumo und Angrosch. Und mit der Perspektive, dass sie vielleicht mal wieder Kaiserin wird. Und ansonsten würde ich mich auch um das Kind kümmern. Sofern sie das zulässt. Also ich würde mich da nicht aufzudrängen versuchen, aber halt mal ein bisschen fragen und schaukeln, wenn sie mal ein bisschen Zeit für sich braucht und ansonsten sehr beschwingt und sehr vergnügt die Reise begehen, denn ja,
Mein Herz ist sehr viel leichter geworden. Selbstverständlich darfst du Albiron noch führen, darfst es in deinen Armen wiegen, ihm Geschichten erzählen, sogar auf Rogolan. Oh ja, dann kriegt es die Geschichte von der Armbrust zu hören. Auf Rogolan. Ausführlichkeit, auf Rogolan. Ja. Lagerfeuer. Isarun, was magst du tun? Die Akte habe ich ja schon erwähnt. Weiterhin möchte ich das Draconomikon studieren. Weiterhin über wahre Namen reden und mich aber auch um Cella kümmern. Und zwar möchte ich mich darauf konzentrieren, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, weil sie ist ja schon eine sehr schüchterne Person im Moment. Und so kenne ich Ruhaya eben gar nicht. Mhm. Also schon ein bisschen naiv, unerfahren, aber durchaus selbstbewusst. Und ich möchte dieses Selbstbewusstsein wieder herauskitzeln, auch indem ich ihr Muskelgedächtnis vorführe. Also wir werden dann mit dem Schwert kämpfen und sie kann dann herausfinden, dass sie all diese Bewegungen drauf hat, dass sie wirklich eine Kämpferin ist und eine gute dazu. Du erinnerst dich an das Kaiserturnier, wie sie dort in weißer Rüstung auf ihrem einmaligen Pferd ritt. Sie stritt unter den Rittern mit Danos von Luring, wie sie in den Turnieren reinstieg und den ein oder anderen besiegte. Wie sie sich weigerte, den Befehl ihrer Mutter Hema und aus ihrem Befehl bei der Schlacht von Verhaeng mitwirkte. Sie aus der Entfernung Untote niederstreckte. Du versuchst natürlich nicht ganz zu offenbaren, was sie eigentlich ist, dass sie weiterhin Channel ist, aber das Muskelgedächtnis wird natürlich ansprechen. Auch wenn ihr irgendwann für wenig Geld dann ein Pferd erwerben könnt, irgendwo auf der Reichsstraße sicherlich dem einen oder anderen Bauern, dem einen oder anderen Flüchtling dann als abschwatzen können, wirst du auch feststellen, dass sie enorm gut reiten kann. Ist unsicher, was allerdings eher daran liegt, dass sie kein Gedächtnis hat und dass sie nicht weiß, wohin sie gehört, aus welcher Familie sie stammt, ob sie überhaupt eine Familie hat. Auf solche Fragen möchte ich auch gar nicht weiter eingehen. Ich möchte Sie allerdings dazu ermutigen, darüber nachzudenken, was sie für sich selber möchte und was sie für ihren Sohn möchte. Und nicht nur jetzt Wünsche wie ein sicheres Heim haben, sondern welche Person, welche Persönlichkeit möchte sie sein? Was wünscht sie sich für ihren Sohn? Was soll aus dem werden? Wie soll der von der Persönlichkeit, vom Charakter her werden? Sie muss mir darauf keine Antwort geben, aber ich möchte sie dazu ermutigen, in sich zu gehen und auf sich selbst, auf die Götter zu hören. Wenn sie mit dir kämpft, scheint sie freudig zu sein. Sie freut sich immer, wenn ihr Gedächtnis anspringt, wenn sie etwas kann, was sie eigentlich nicht können könnte oder was sie vermeint, nicht zu können. Aber dann, wenn sie in einer ruhigen Minute am Lagerfeuer sitzt und Boltax ihr Albiron abgenommen hat, wirst du merken, dass sie sehr in sich gekehrt ist, sehr still ist und über genau das nachzusinnen scheint, was du ihr mit auf den Weg gegeben hast. Die Zeit, die sie vielleicht auch braucht. Eras, was kannst du tun? Ja, ich werde so ziemlich wahrscheinlich meine ganze Aufmerksamkeit eben Cella und Albirion schenken, ähnlich wie Rafim und Isarun, doch mein klarer Fokus liegt dabei auf ihrer geistigen Gesundheit. Ich möchte viel mit ihr sprechen, ich möchte um ihr Seelenheil vor allem mit ihr sprechen, möchte sie behandeln, wo es auch immer geht. Und auch ich möchte für sie beten, und zwar zu Boron, zu Raya, zu Zar und zu allen anderen der Zwölfe, die zuhören. Und zwar morgens, mittags, abends und sie auch so gut wie möglich damit einbinden. Und selbstverständlich, wenn Isarun ihr beim Kampf und vor allem beim Reiten versuchen will zu helfen, stehe ich natürlich auch gerne zur Verfügung, denn Reiten ist eines der Gebiete, in dem ich Erfahrung habe.
Und entsprechend würde ich dann, ja, während sie versucht, ihr Muskelgedächtnis wieder aus Vordermann zu bringen, würde ich versuchen, halt ihr so im Geist und ihre Seele zu behandeln. Raphim. Also, ich habe im Grunde drei Dinge, die ich tun möchte. Das erste, ich möchte erstmal überlegen, wer denn meine neuen Schwerter werden. Also, wer ist in der Nähe, den ich kenne, wo ich weiß, der kann kämpfen. Jetzt außer mal von der Gruppe ausgesehen, weil das sind ja keine neuen. Also, ich überdenke zum Beispiel an die Korgeweihte in Gareth, ob die vielleicht ein paar Jungs für mich hätte oder ob sie vielleicht sogar selber mitkommt. Danach möchte ich einmal das Kind an den Eisbären gewöhnen. Also ich möchte den Eisbären ein bisschen an das Kind gewöhnen. Einerseits, um Mira halt ein bisschen näher zu Kindern mitzugeben. Und das Kind kann auch lernen, dass Eisbären einfach super Tiere sind. Und dann möchte ich Cella beibringen, zu kämpfen wie ein Söldner, weil sie das vermutlich nicht kann. Also ich möchte ihr fiese Tricks zeigen, zum Beispiel, dass man jetzt, wenn man den Herrn zwischen die Beine tritt, dass das sehr gut funktioniert, wo man jemand unter die Knie tritt, damit er auch, wenn er größer und stärker ist, wegfliegt. Ich möchte ihr halt Techniken zeigen, wo ich mir sicher bin, dass sie das nicht kann, wo ich aber weiß, dass sie vor allen Dingen, wenn sie jetzt zum Beispiel kleiner ist als ihr Gegner, das sehr gut ausnutzen kann. Mhm. Dass sie vielleicht irgendwie seinen Schwerpunkt angreift, dass man keine Gnade haben soll, auch sich nicht davor schämen muss, irgendwie die Augen anzugreifen. Ich möchte ihr halt Tricks beibringen, von denen ich weiß, dass sie die vielleicht mal brauchen kann. Und die ihr jetzt keinen Rondrage weiter beibringen würde, wenn er das sehen würde. Definitiv wohl nicht. In den 10 Tagen wächst euch diese kleine Familie schon sehr ans Herz. Nachdem ihr ja mit Hilfe von Kieras den Söldner, den Verräter Gavin gebrochen habt und er auch selbst ein bisschen stiller wird, wird er suchen. Er wird suchen nach dem Gott, der ihn auf diesen Weg geführt hat. Asprius, Rondra, Boron. Oder sogar Kor, die ihm den Arm nahm. Mit Cella könnt ihr einen großen Bund aufbauen und ebenso mit dem kleinen Albion, der natürlich noch keine Persönlichkeit hat, aber er wird oft in euren Armen sein. Ihr könnt an ihm riechen, könnt ihn einfach spüren, wie warm er ist und wie er von der Göttlichkeit gesegnet ist. Das Pendel von Mylana zeigt weiterhin auf Cella. Ja, tatsächlich jetzt nach und nach auf der kleinen Reise ihre Haare beginnen wieder zu wachsen. Jetzt gerade im Licht wirklich rötlich, rotblond, gerade wenn die Sonne drauf fällt. Echt blond, ja. Sie hat tatsächlich sehr große Ähnlichkeit und die Kaiserturnier-Möglichkeiten kommen euch alle wieder in den Kopf, wenn ihr nicht nur an den weißen Ritter denkt, die Rüstung, die ihr zurückgelassen habt, aber vor allem dann eben auch an ihr Sicht mit den Sommersprossen. 10 Tagen erreicht ihr Punin, Hauptschiff von Almada. Bevor wir Punin erreichen, möchte ich von irgendeinem Bauern, vollkommen egal welchem, einen Mantel für sie kaufen, den man sich tief ins Gesicht ziehen kann. Kannst du gerne erwerben. Ja, ich meine, links unwahrscheinlich, dass sie einer erkennt, aber... Ja. Links und rechts auf den Feldern definitiv viele, viele Pferde. Punin natürlich dann noch Almada, das Land der Pferde. Und so könnt ihr das Tor zum Land der ersten Sonne blicken. Die Metropole am Jaquir, wo das Mittelreich und die Tutamidenlande sich umarmen in inniger Liebe, in einem Schmelztiegel der Kulturen. Stolz der Almadanis, der Nordländer, der Liebfelder, der Zahori, der Tulamiden, der Novadis, der Zwerge und der Elfen. Hier auf den übersprühenden Straßen und Plätzen herumtollen Leben. Von dem Christen und harten Leben in Gareth, in den schwarzen Landen oder auch in der verwilderten Mark, der Finstermark, in der Partien ist hier nichts zu spüren. Handelswege, Karawanenstraßen, die hier aufeinandertreffen, Kontore, Märkte, Händler, die an euch vorbeiziehen, Tempel, Pilger, natürlich auch viele Flüchtlinge aus vor allem Gareth, die ihr seht, irgendwelche armen Familien, die am Straßenrand sitzen. Ihr könnt einige hohe Magier erkennen, Zauberer aus ganz Aventurien. Und dann steht ihr auf dem großen Platz, dem Tempelhof, dem Zentrum von Punin. Ein kleines, altes Stadtteilgebiet. Viele Häuser, die sich hier nach oben schieben, um den großen, schwarzen Boren-Tempel, der in schlichter Eleganz vor euch liegt. Weiße, ziegelgedeckte, altbosbaranische Villen, Innenhofe, Säulengänge.
die turbulente almadanische Kultur, die ihr dem ganz eigenen seinen Anstrich verleiht. Abelmir ist fast zu Hause. Abelmir erinnert sich auch wieder an seine Zeit mit Iolaos, wo er hier gelernt hat, auf dem kolossalen und weitläufigen Platz des Schweigens, im geistlichen Zentrum der Residenzstadt. Geistlichen Zentrum, gigantische schwarze Fassaden der allerheiligsten Hallen. Jaras und Rafim, ihr könnt eine leichte Abneigung spüren und ein Ziehen in eurem Bauch, wenn ihr das gebrochene Rad erblickt, was einfach nur falsch aussieht, als an der falschen Stelle gebrochen ist. Vor euch liegt Tempel des Todes. Boron kann nichts für seine Kinder. Nein. Naja, komm, lasst uns reingehen. Ich würde sie jetzt lieber zu Hause. Hey, du hast doch dein Eisbär. Ja, natürlich ist das mein Eisbär. Schönes Hat er eben auf die Straße gekackt. Ein Silbertaler Ordnungsgebühr. Nicht so laut. Gib dem Mann einen Silbertaler. Da fange ich jetzt keinen Streit an. Rafin, nicht so laut. Ihr seid auf dem Platz des Schweigens. Flüstert. Aber mir, guck mal da oben. Da steht etwas. Schuldest der Welt noch einen Tod? Ja. Naja, hat er recht. Was will dir Boltax damit sagen? Ich finde das etwas makaber. Das ist. Nun, sie haben halt einen komischen Glauben zu Boron, aber nun, zum Glück ist Raya immer Nummer 1. Damit will man ausdrücken, dass ihr Boron noch einen Tod schuldet. Euren Tod. Eure Seele. Ah ja, aber meine Seele gehört zu. Mein Herz und mein Leib auch. Vor euch laufen ungefähr eine Gruppe von 10, es sind Maraskaner. Oh, ihr hört sie mit ihrem Geschnatter, Bruder, Schwester, hier und da, Fremdligis und Garetias und wie sie dann über diesen Platz gehen und malen und zeichnen und direkt gegenüber von euch liegt natürlich der Regenbogentempel von Zar, aber wie sie hier gerade schnatternd und laut Boron preisend über den Platz gehen und sich Notizen machen und sich freuen, dann von zu Hause zu erzählen. Und Maraskana. Irgendwie erinnere mich das an. Egal. Soll ich alleine die Boroni aussuchen oder wollt ihr mich begleiten? Nein, wir sollten euch begleiten. Das ist richtig. Es sei denn, jemand möchte nicht. Geh immer gerne in einen Boron-Tempel. Nun dann. Was denn? Albiron, was wärst du, wenn du mich begleiten würdest? Die nickt. Albiron gerade in den Armen von Boltax schläft da wohl, hat da wohl tief in deine Brusthaare gegriffen, die ihm so ein bisschen Halt geben. Aber sehr zufrieden. Nur ein bisschen an seinem Daumen. Ja, der Kleine weiß, was gut für einen ist. Ah, komm her, bei Onkel Boltax bist du sicher. Ja, ja. Wir gehen jetzt in den stillen Tempel rein. Und da sprechen wir dann über die Zukunft. Na, mein Kleiner. Sag mal, Boltax, habt ihr als Kind viele Schwarzwurzeln gegessen? Nein. Kommt ihr jetzt darauf? Mir ist gerade etwas eingefallen, was meine Großmutter immer zu sagen pflegte. Sie sagte immer, wenn man Schwarzwurzeln isst, davon wachsen einem Haare auf der Brust. Ich weiß natürlich nicht, was daran ist, aber das ist so ein turbischer Aberglaube. Wir können es ja mal bei Abelmir versuchen. Ich bin einfach heimlich Schwarzwurzeln. Sehr folkloristischer Aberglaube, ey. Aber ist euer wissenschaftlicher Neugier dran nicht geweckt, das mal auszuprobieren? Ihr könntet eine Abhandlung darüber schreiben, Abelmir. Über Schwarzwurzeln? Ich denke nicht. Sicher, das wäre doch ein lohnenswerter Titel eurer Magusarbeit, der die Auswirkungen des Schwarzwurzelkonsums auf das Brusthaarwachstum. Ihr macht euch um mich lustig. Aber mir. Zauberhafte Haarschnitte. Also, ich finde, das war schon ziemlich nett. Sie glaubt, dass du deine Magusarbeit schaffst. Ja. Wir betreten jetzt den Tempel. Ihr solltet nur sprechen, wenn ihr angesprochen werdet. Oh ja, und keine Scherze. Auf der linken Seite von euch erhebt sich der riesige Raschstuhlswall, wenn ihr auf den Tempel zugeht, die hohen Stufen. Und auf der rechten Seite kann Abelmir die ersten Hügel erkennen, auf denen wohl wieder guter Wein angebaut wird.
Ach, ich träume von almadanischem Wein. Während ihr die Treppen nach oben steigt, könnt ihr euch umsehen. Ja, ich reiche Jella dann so einen Ellenbogen, dass sie sich einhaken kann und ohne ein Wort zu sagen, ströme ich so viel Präsenz wie möglich aus, um schön viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, während ich da in den Tempel hineinschreite. Mhm. Die gewaltige runde Halle des Todes. Eine Narbe im gebrochenen Rad des Tempelbaus. Die Wände entlang sind mit kunstvollen Reliefs verziert, im Bau des Gebäudes gefertigt worden sind. Dargestellt sind wohl Todesszenen, die im sogenannten Totentanz Borons Alvaranianer die Menschen, deren unterschiedlichen Stände und Alter, zu ihrem Herren rufen. Ganz gleich, ob Baron, Graf, Herzog, Königin, Kaiserin oder Bettler. In der Mitte der Halle erhebt sich eine riesige, aus schwarzem Gestein gefertigte Rabenfigur. Ausgebreiteten Schwingen über der Urschrift des schwarzen Buches, dass jeder Gläubige einen Blick darauf werfen kann. Überall Pilger um euch herum, vor euch, hinter euch, neben euch, die schweigend die Tempelanlage streifen. Ihr könnt viele Baronis erkennen, die mit ihren schwarzen Kutten hier stehen, dort stehen, an den Fenstern, an den Türen zu den Katakomben hinab. Ihr seht Sarkophage aufgebaut, links und rechts neben euch, Beine von Tausenden von Toten in schmucklosen Nischen bestattet. Ja, schweigend betrachte ich einmal die ganzen Bildnisse und das, was sich uns hier darbietet. Und ja, ich schreite wirklich sehr auffällig, ohne ein Geräusch zu machen oder ohne ein unnötiges Geräusch zu machen, in den Tempel hinein und versuche die Aufmerksamkeit eines Boroni zu erregen dadurch.